Bronx ist das Magazin für junge Menschen vom Land oder aus der Stadt, die aufs Land wollen. Und wir wollen die Geschichten erzählen, die mal nicht in Berlin spielen zur Abwechslung, sondern in Dörfern und Kleinstädten. Also die Geschichten, die unserer Meinung nach viel zu wenig erzählt werden in den Medien. Dafür sind wir rausgefahren, haben junge Winzer in Rheinland-Pfalz getroffen, waren auf einer Vernichterparty in Bayern und haben die letzten Blitzbäume gesucht. Das sind wir, 15 Schülerinnen und Schüler der Deutschen Journalistenschule. In München werden wir zu Redakteuren ausgebildet. Wir haben Prongs innerhalb eines Monats recherchiert, fotografiert, geschrieben, gelayoutet und wollen uns jetzt veröffentlichen. Genau, und darum sammeln wir Geld. Wir wollen nämlich 500 zusätzliche Exemplare drucken, damit wir Prongs auch an die Leute bringen können, die wirklich auf dem Land wohnen. Und außerdem sammeln wir ein bisschen Geld für unsere Illustratorin, die alles kostenlos für uns gezeichnet hat und echt super Bilder abgeliefert hat. Aber was ist Prongs eigentlich? Prongs ist, wenn nach Redaktionsschluss alle gemeinsam nackt baden gehen. Prongs ist, 4 Wochen lang an nichts anderes zu denken als an das Magazin. Prongs ist Grashüpfer fangen und anderen in den Kragen stopfen. Prongs ist Candy Shop im Renault Twingo auf der Landstraße hören. Damit Prongs tatsächlich junge Leute auf dem Land erreicht, brauchen wir eure Unterstützung.